The following content has been provided by RWTH Aachen University. Also ich habe schon als Kind mit meinen Eltern viel Zeit in den Bergen verbracht, im Schnee, auf Gletschern, beim Bergsteigen. Und als ich die Chance bekommen habe, in Freiburg als junger Doktorand mit in die Antarktis zu gehen für ein Forschungsprojekt, da hat mich das natürlich unglaublich gereizt. Und dann im Laufe der Zeit hat sich das so entwickelt, dass eigentlich alles, was ich im Bereich der physischen Geographie und der Klimatologie gemacht habe, sich irgendwie um Schnee und Eis herum gerankt hat. Reisen ist wahrscheinlich eine der Triebfedern, warum ich diese Arbeit mache, weil es mich einfach interessiert, wie die Welt aussieht. Wir haben momentan drei große Projektbereiche, die uns richtig beschäftigen. Das eine ist die Frage, wie wirkt Klimawandel im Bereich der Kryosphäre. Kryosphäre ist alles, was Schnee und Eis ist. Da haben wir Projekte gemacht zum Wintersport in deutschen Mittelgebirgen. Wir haben ein Gletscherprojekt in Spitzbergen, eines in Tibet und eines in Südpatagonien in Chile. In der Arktis gibt es zwei Dinge, auf die man einfach Acht geben muss. Das eine sind so Wetterumschwünge, die dann mit starken Schneestürmen einhergehen. Und das zweite, was in der Arktis einfach von großer Bedeutung ist, das ist, dass sie mit den Gefahren des Eisbären umzugehen wissen. Beim Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven kriegen sie ein sogenanntes Eisbärtraining. Da lernen sie, wie sich so ein Tier verhält und wie sie einschätzen können, was das Tier gerade so an Absichten hat. Und sie müssen mit einer scharfen Jagdwaffe umgehen können. Das ist schon interessant, wenn Sie in so einer Landschaft unterwegs sind, wo Sie wissen, dass hinter der nächsten Ecke eben solche Tiere sein können, dann bewegen Sie sich also mit einer Umsichtigkeit wie ein Indianer in der Prärie. Eine besondere Herausforderung ist, dass Sie in der Regel, wenn Sie nach Tibet reisen, von Beijing auf Meeresniveau losfliegen und in Lhasa auf 3750 Meter landen. Das heißt, sie haben einen gewaltigen Höhensprung, an den sie sich nicht anpassen können. Für mich ist neben der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Detailfragen, wo wir halt versuchen, etwas beizutragen, eigentlich eine spannende Frage, wie wir die Gerechtigkeitslücke schließen zwischen den Generationen, die jetzt Kohlenwasserstoffe verheizen und denen, die dieselben dann eben in einigen Generationen brauchen würden. Die Geografie ist an für sich eigentlich das interdisziplinäre Fach, weil wir sowieso immer innerhalb der Geografie sozial-, wirtschaftswissenschaftliche und naturwissenschaftliche Fragestellungen kombinieren. Und gerade im Rahmen von HumTech koordiniere ich auch ein Projekt, das heißt City 2020. Das verknüpft Fragen des Klimawandels und des demografischen Wandels und untersucht die am Beispiel der Stadt Aachen. Und wir haben jetzt ein neues Projekt zusammen mit den Aachener Verkehrsbetrieben, der ASEAG. Wir haben so kleine mit Navi ausgestattete Temperatursensoren oben am Bus mitlaufen. Und wenn der Bus den ganzen Tag die Stadt rein und raus fährt, dann kriegen wir wunderbar räumlich und zeitlich aufgelöste Temperaturprofile. Besser zu verstehen, wann, wo in der Stadt die Konzentration von solchen Stäuben hoch sind, ist etwas sehr Zentrales. Das Besondere an den geowissenschaftlichen Studiengängen, auch an der Geografie, sind diese Geländelehrveranstaltungen. Also, dass ich für Geländepraktika oder Exkursionen mit Studenten auch wieder reisen kann, um denen einen geografischen Blick für eine Landschaft beizubringen. Wir kennen unsere Studenten gut und wir haben ein entspanntes Verhältnis miteinander, weil wir eben zum Teil auch wirklich Zeit miteinander auf Berghütten verbringen oder eben auf diesen Reisen. Und das ist sehr schön, dass Universität eben nicht nur aus Massenveranstaltungen im Hörsaal besteht. This content was provided by RWTH, Aachen University.